Sometime you'll win, sometime you'll lose. Ooh. Ooh. Was geht ab YouTube? Pascal Su Bodybuilding. In the building. Und willkommen im neuen Video. Willkommen am Freitag. Heute ist der 1. Mai. Und ich sehe noch keine Block-Eskalation. Kauf eine Bombe, Atom. Auf jeden Fall stehen für mich wieder die beiden wunderbaren Trainingstage an. Freitag und Samstag. Freitag liebe ich. Ich habe heute ein schweres Beuge-Double. Da bin ich echt gespannt. Ich habe auch dezent Schiss, weil wir, wie gesagt, wir bewegen uns jetzt schon in so Bereichen, wo die Gewichte so hoch sind, dass ich halt echt Schiss bekomme. Ja, aber gut, bringen wir heute irgendwie hinter uns. Wenn ich dann so in den Modus reinkomme, gleich des Trainings, ne, einen Booster getrunken habe, also ich trinke jetzt keinen Booster, zeige ich euch gleich mal. Und dann so langsam halt die Musik läuft, dann kommst du in deinen Groove rein und dann packst du halt nur noch Gewicht drauf und du arbeitest deinen Plan ab und denkst auch nicht mehr so viel nach. Und das rettet mich dann vor dieser Angst vor schweren Gewichten, falls euch das interessiert. Das ist tatsächlich eine Frage, die ich recht oft bekomme. Morgen habe ich dann wieder das Sumo-Heben. Also nur mal kurz abzureißen, was heute im Video noch so passiert. Und das ist ja immer so beeinflusst durch das Beugen heute. Deswegen schauen wir mal heute, wie wir das hinbekommen, den Topsatz und dann auch das Back-Off. Bestenfalls in der Belastung so reguliert, dass ich morgen auch noch mal ein bisschen was aufs Parkett tanzen kann im Deadlift. Ja, ich warte jetzt noch, bis Justin da ist. Und dann legen wir los. Okay, also Justin ist jetzt da und wir sind bereit, in meiner kleinen Küche uns einen Booster anzumischen. Wie ihr seht, was ich letztens noch gekauft habe, ist ein bisschen Süßigkeiten, bis ich gemerkt habe, dass ein Ballaballa 15 Gramm wiegt. Und wenn du dir so eine lockere Hand nimmst, hast du halt direkt 70, 80 Gramm und wirst direkt fett. Deswegen musst du auf jeden Fall aufpassen. Ich habe auf jeden Fall, also den hat mal Justin mitbekommen, der kriegt immer so Booster gesponsert irgendwie. Die trinken wir manchmal. Dann habe ich den More Nutrition Every Workout, eigentlich so immer so ein paar von da, weil ich bin ja ganz gut mit Christian und der schickt mir die immer. Was haben wir hier? Das ist irgendwie so ein Booster, den ich mal bei Justin gekauft habe, in einem Laden, wann auch immer. Und als famous YouTube-Influencer kriegt man hin und wieder was zugeschickt. Deswegen habe ich hier von Rocker diese neuen Sachen zugeschickt bekommen. Grüße gehen raus an den Bruder, der da arbeitet und sich dachte, den Pascal, den feiere ich, den schicke ich mal was. Ja, auf jeden Fall, den wollen wir heute mal probieren. Candy Cassis oder Blueberry Sour Power? Blueberry, oder? Und ich benutze jetzt nicht jedes Training einen Booster. Nur so, wenn ich mal Bock drauf habe, ist es auch eher so ein Lifestyle-Ding. Ich gucke auch nicht so wirklich, was da drin, ob das jetzt irgendwie science-mäßig, bla, keine Ahnung. Soll mir ein bisschen Koffein geben, ein bisschen Hype und so dieses Feeling ins Training zu kommen und halt so einen Booster zu trinken. Mir ist das echt ansonsten egal. Was dabei noch wichtig ist, natürlich, dass er natty ist. Also ich schaue, dass hier keiner rumsteht, der irgendwie meine Doping-Tests positiv werden lassen könnte. Aber ich gehe davon aus, dass hier jetzt auch bei den deutschen Sachen, dass das tatsächlich nicht der Fall sein sollte. So, mischen wir das Gerät mal an. Das hat 300 Milligramm Koffein, das Ding, ne? Es geht halt auch 1,5 Scoops so ungefähr durch. Dann kriege ich einen Herzinfarkt, weil ich immer noch mindestens ein oder zwei Energy-Drinks trinke im Training. Schaut mal in meine Küche rein. That's my jam! Okay, egal. Ja. Und Justin hat mir noch Fit-Taste-Dinger gesponsert. Also, ich bin ja hier nicht so der Influencer, ne? Aber wenn ihr mal Sachen wollt bei Fit-Taste mit dem Code Justin10, ich pack's mal in die Beschreibung, könnt ihr euch was gönnen und Justin damit unterstützen. So, let's go. Wir machen jetzt den Live-Geschmackstest von dem GOAT, Greatest of All Time von Rocker, Blueberry Sour Power. Doch, schon richtig gut, oder? Also no Hype, ihr kennt mich, ich bin immer ehrlich, aber für einen Booster echt gut. Aber es liegt vielleicht daran, dass die normalen Booster, die ich trinke, ich mische halt jeden Scheiß zusammen. Und dann schmeckt es halt richtig beschissen, weil du alles zusammengemischt hast.
So, ich sag so, Justin, mach mal Booster. Er gibt mir so 1,5 Scoops more, 3 Scoops von diesem Götterpuls, was übrigens eine Flensburger Firma ist. Liebe Grüße an der Stelle. Und pack noch so diesen Pump, dieses Pumpzeugs da rein. Und es schmeckt halt widerlich und mein ganzes Gesicht kribbelt, als wäre ich fucking Hellraiser, Digga, weil da so viel Beta-Alanin drin ist, Mann. Gift. Gift. Okay, also normalerweise trägt man ja ein Headband so. Ungefähr, ne? Aber während Corona drehen wir den Headband-Swag mal um. Da können wir uns alle drauf einstellen in der nächsten Zeit im Gym. Wenn wir trainieren wollen, dann trainieren wir so. Why would I lie about the body count? And they put a blood in that body count. They put a blood in that body. Why would I lie about the body count? Why would you pull up on me unannounced? I'm all loose at the 100 house. It's all kind of zombies running in and out. Who want the clout? We hit it 5 times, that nigga died, came back to life. Posted a picture while he in the spittle. We going up, gang on the lights. Why would I lie about the body count? Why would you pull up on me unannounced? I'm all loose at the 100 house. It's all kind of zombies running in and out. Who want the clout? We hit it 5 times, that nigga died, came back to life. Posted a picture while he in the spittle. We going up, gang on the lights. Yeah. I pray in the morning, I go get the dough and thank him at night. Yeah. I thank him for Zeta, I thank him for Dudas, cause it's only right. I heard a sucker died at the light. Hey, that was like last week. Pulled up on the side of blood, start beating shit to the fat meat. Shooter shooting out the passenger, shooter shooting out the backseat. Nigga think I'm just rapping about it, say they run a check on my rap shit. General population in the bounty, don't give me no black tea. You gon' fuck around and die on the stage, nigga at a show behind rap beef. Frontlining on the back streets, I'm a tax free type of nigga. The homie talking about his war stories, I was half asleep on that nigga. Want a band-aid for the chopstick, I gotta have pee for that nigga. Want respect from the young life, then you gotta slap yeek for that nigga. Why would I lie about the body count? Why would you pull up on me unannounced? I'm all loose at the 100 house. It's all kind of zombies running in and out. Who want the clout? We hit it 5 times, that nigga died, came back to life. Posted a picture while he in the spittle. We going up, gang on the lights. Why would I lie about the body count? Why would you pull up on me unannounced? I'm all loose at the 100 house. It's all kind of zombies running in and out. Who want the clout? We hit it 5 times, that nigga died, came back to life. Posted a picture while he in the spittle. He going up, gang on the lights. Why would I play with one of these niggas when I got a K on one of these? Run up, rock, they on one of these niggas. No man's best face, sometimes I'll be trying. Okay, ich muss kurz überlegen, was für eine Excuses ich vorbringe für meine Situation. Nee, also, ich mache jetzt keinen Topsatz mehr, ich habe jetzt 2,65 gemacht, zwar der letzte. Bitte immer von der Seite filmen, wegen Schokoladenseite, weißt du, ich drehe mich dann einfach immer. Nein, ich mache jetzt nichts Schweres mehr durchs Warm-up. Ich habe halt echt noch so Quad-Fatigue drin und das ist also Ermüdung meiner Oberschenkel für alle, die dem Englisch oder nicht so, ne, die das nicht so wollen. Das äußert sich bei mir immer in so einem Pieksen, ne? Ich habe das so versucht. Was ich wegrede, ist nicht da, aber es hat leider nicht so gut funktioniert. Und so habe ich schon durchs Warm-up gemerkt, alles ist unglaublich schwer. Und vor allem auf dem Weg nach unten bin ich zögerlich, habe kaum Stabilität im Loch, weil ich halt versuche, in diese volle Dehnung der Quads nicht reinzugehen. Und das macht man ganz automatisiert, das kann ich nicht wegschalten. So, ne? Und so blieb es jetzt bei 265 als mein letzter Warm-up für den Single. Der war ja auch richtig gut, so abgesehen davon, dass mein Arsch zu schnell nach hinten weg ist, was ja dafür spricht, dass die Quads halt keinen Bock haben in dem Moment. Und da hast du dann schon gemerkt, okay, wenn ich jetzt noch mehr rauflade, entweder ich sterbe oder ich krüppel die richtig kacke dahin und habe dann auch nichts davon. Und da finde ich es halt wichtig, so ein Prozess, wenn man ein guter Lifter wird, nach und nach auch zu lernen, mit dem zu arbeiten, was du halt an dem Tag vorfindest. Und das ist halt nicht immer volle Leistung. Aber die Kunst ist dann halt eben zu sagen, okay, dann nehme ich das, was heute hier ist. Ich hätte die 2,65 jetzt auch noch für ein Double machen können oder so. Das Problem ist nur, du musst halt sehr effizient sein, wenn du sehr viel beugst. Ansonsten lädst du immer viel Last auf irgendeine Struktur, die das sonst nicht so gerne hat. Ne? Bei mir ist es halt der Unterrücken. Wenn meine Quads halt abhauen relativ fix aus der Bewegung. Also ich sitze jetzt hier, meine Quads wollen jetzt schnell da weg, dann versuche ich das zu machen, damit die Last auf den Rücken geladen werden kann und nicht das Gewicht dann aufstehen. Dabei passiert aber das. Ne? Und der wird schön rund. Und natürlich nicht so rund, wie ich gerade vorgemacht habe, kaum rund, aber man merkt es halt schon. Ne? Und dann kann es halt relativ schnell auch mal dazu kommen, dass da irgendeine kleine Struktur sagt, Brudi, muss los. Und deswegen machen wir heute keinen Topsatz mehr. Ich bin darüber sehr traurig, weil ich Bock habe zu ballern. So. Aber ja, damit muss man leben und mittlerweile macht mir das jetzt auch so egotechnisch gar nichts aus. Weil du weißt halt, du trainierst fürs größere Ganze und du möchtest besser werden auf lange Sicht. Und dazu ist dieser eine Lift halt ein Puzzleteil. Aber wenn du das jetzt auslässt, ne, und dabei ein paar Wochen, Monate gutes Training reinbekommst, bist du wesentlich effizienter. Die kriegst du nicht rein, wenn du dir einen Hexenschuss holst, wie ich, wenn ich 280 für 2 versucht hätte. So, wir machen jetzt noch ein oder zwei Back-Off-Sätze mit auch wesentlich reduziertem Gewicht, weil wir morgen ja auch schon wieder heben. Ja, das wird schon der nächste Spaß dann mit der Quad-Fatigue. Gucken wir uns mal an. Nächste Woche ist übrigens schon Deload.
wird. Ne? Also ich bin in Woche 3 von der jetzigen Kraftphase und da ist natürlich die Ermüdung auch am höchsten. Ne? Also genau das ist ja auch das, womit ich da gepokert habe, zu sagen 3 Wochen, damit ich in Woche 3 halt am meisten am Arsch bin und dann Deload kann. Genau das tritt jetzt ein, keine große Leistung mehr. Aber wir holen noch alles raus. Jetzt machen wir noch einen Satz Backoff mit 215. But who want the clout? Niggas ain't gang, they goofy, get jammed, start running they mouth. Say who want the clout? Nigga just bond on the soul, here stop, put his ass in the clouds. I graduated from drive back. When I'm in your car, ain't no stopping that stop sign. I'm laying low till it died down. This be back around and I'm letting off some more ground. Who they call when it's bustin'? Can't sit behind me, don't trust me. Boy, that nigga dead, don't touch me. Roll him in the woods, same night, we like fuck, okay. If we get the drop, we rush. Where I'm from, everybody got a pole. Where I'm from, everybody gon' blow. When the Jakes ask questions, everybody face low. If you got a few bodies, everybody gon' know. They ain't even gotta see it, that is how this shit go. Can't afford another case, gotta see my P.O. Had a smoke on two, gotta smoke a Zico. Why would I lie about the body count? Why would you pull up on me unannounced? I'm all loose at the 100 houses. All kind of zombies running in and out. Who want the clout? We hit it 5 times, that nigga died, came back to life. Posted a picture while he in the spittle. We going up, gang on the lights. Why would I lie about the body count? Why would you pull up on me unannounced? I'm all loose at the 100 houses. All kind of zombies running in and out. Who want the clout? We hit it 5 times, that nigga died, came back to life. Posted a picture while he in the spittle. He going up, gang on the lights. Gang. Scheiß Krampf im Rücken, ey. Oh. So, das war jetzt der erste Backoff-Satz auf der Spodo Bank. Und ich muss sagen, die Bank ist ein bisschen loyaler geworden heute, weil der Rest ja auch nicht läuft. Das ist ja die goldene Regel. Dass Achilles, der alte Drachentöter, dem Lifter nicht erlaubt, 3 Lifts gleichzeitig gut zu können. Die Bank holt jetzt auf, aber dafür fallen Squat und Deadlift hinten runter durch die Quad Fatigue. Nein, aber 180 auf der Spodo für den Single, die waren richtig gut. Da war noch eine im Tank, richtig schön. Es kommt der Skill wieder langsam und das ist ja auch das, was man so erwartet dann. 3 Wochen Kraftblock jetzt bei mir, die Spezifität kommt wieder vor, habe ich ja gar kein Bankdrücken mit einem engeren, also mit einem weiteren Griff gemacht in Wettkampfweite und so brauchst du halt 1-2 Wochen, bis du wieder reinkommst. Das bin ich jetzt besser und ich denke, dass jetzt sich dann zeigt, ob es sich gelohnt hat für mich, 8-9 Wochen enger zu greifen und einen Hypertrophie-Block zu fahren, wenn ich mit einer stärkeren Bench wiederkomme. Spodo mit den 180 Kilo jetzt noch einem Tank. Ist schon ein PR und lässt auf Großes hoffen. Mal schauen. Aber jetzt, ja, morgen ein bisschen benchen und dann ist eigentlich schon Deload und dann dauert es, bis ich testen kann, erst bis ins Peaking, also die Woche nach dem Deload. Allerdings muss man dazu sagen, der Deload ist kein klassischer Deload, wo halt tatsächlich überall was reduziert ist, wobei schon, aber wir haben trotzdem noch relativ schwere Sachen dabei, um halt einfach in Übung zu bleiben. Und ich nehme die Woche dann im Kopf halt auch als eine Woche, wo man sagen kann, die und also gewisse Fehler will ich noch ausbessern in meinen Bewegungen, in meinem Beugen, in meinem Heben und so weiter. Und dafür kriege ich eben noch ein bisschen extra Practice mit leichteren Gewichten. Ne? Und die kann man genauso ernst nehmen und versuchen, diese Dinge auszumerzen, besser zu machen, damit, wenn ich ins Peaking reinstarte, ich wirklich on point bin und auch nicht detrained. Also im Deload weiter zu trainieren, sehe ich da als unbedingt notwendig und auch halbwegs schwer. Dann lieber ein bisschen mehr Volumen weg. Ja. Das war's auf jeden Fall für heute im Gym. Ich habe keinen Bock mehr. Ich mache jetzt noch ein bisschen Backoff und ein paar Andrübungen. Ihr kriegt wieder eine verrückte Überleitung mit einem Karate-Kick. Okay, willkommen zum Stringer-Samstag. Und am Stringer-Samstag mache ich auch mal Kreuzheben. Deswegen ist auch der einzige Tag, warum ich Stringer tragen kann, weil beim Kreuzheben, wenn du dich so anstrengst, dann kommen wenigstens ein paar Adern raus an deiner Schulter und an deinen Arm. Also nicht mehr bei mir. Ich bin raus aus dem Thema Adern, aber vielleicht bei anderen. Nimmst schon auf, oder was? Auf kalt? Das war auf kalt, ihr wisst. Mir ist nicht kalt, er ist so klein. So, heute ist ja Stringer Samstag und wie ihr seht, habe ich mir einen neuen Stringer gekauft. Normalerweise würde man ja sowas erwarten wie Gymshark Smilo Dog Stringer spart 10% mit dem Code Pascal. Aber nein, Amazon kostet 9,99 € und ich finde es der beste Stringer, weil ein Stringer, die Qualität eines Stringers bemisst sich ausschließlich über die Dicke dieses Dings hier. Je dünner es ist, desto besser. Das habe ich früher immer extra klein geschnitten, dann irgendwas gerissen und dann lief ich dann immer auf der einen Seite so durchs Gym, weißt du, so. Richtig flexig am Start. Oh, scheiße. Ja, Stringer Samstag, die Regeln sind die, man trägt einen Stringer zum Kreuzheben, zum Bankdrücken darf man sich ein T-Shirt anziehen und zum Bodybuilding Assistance, die dann danach kommt, trägt man natürlich auch einen Stringer. Wenn man fett ist und nicht gebräunt, wie eigentlich jeder in der Quarantäne aktuell, darf man auch von der Regel abweichen und den Stringer nur für den Bodybuilding-Teil des Trainings zu tragen.
So, heute steht Sumo-Heben auf dem Plan. Ich fühle mich eigentlich ganz gut, trotz dessen, dass gestern richtig scheiße war. Meine Quads sind aber trotzdem auch ermüdet und deswegen müssen wir mal schauen, was wir heute holen können. Es ist aber immer so, dass du ins Training gehst mit der Hoffnung, dass du... Ja, heute ist nicht gestern, Jungs, ne? Heute ist halt eben auch einfach nicht gestern, deswegen ist heute jegliche Ermüdung weg. So, und nach dem Heben gleich, wie auch immer, was auch immer da passieren wird, werde ich ja noch ein bisschen was erzählen über die SRA-Curve und über all so ein Spielkram. Da begeben wir uns dann nochmal in das schlaue Zimmer dafür. Jetzt ballern wir aber erstmal los. Let's go. 40 on me, probably. Got your glizzy on you, but is you gon' catch a homie? No. AR-15 make it blah, da, 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 like Mazi. Switch gon' make that bitch start spittin' fast. Kamikaze. Twist the nigga body on where we spit. Ihr wisst ja, Mobility ist Schwachsinn. Aber seit ich Sumo mache, muss ich zumindest ein bisschen die Hüfte dehnen. Ah, sonst wird das nichts mehr für den alten Mann. Auch noch was, wofür so eine Reverse Hyper richtig gut ist. Tisch. Boah, Junge. So hoch bin ich noch nie gekommen. Aus eigener Kraft. Ich bin echt noch nie einfach so hoch gekommen. Aus eigener Kraft. Vielleicht ist mir doch nicht mehr so kalt. We see a Kasi. Nigga can't sleep taking Perky and Roxy. We call it steam or he in a hot seat. Flesh all he seeing is paparazzi. I can't talk to the cops, that's not me. Shit you seeing, I'm a Nazi. Jump out gang, shit not sweet. Kill nigga quick like a Nazi. Can't tow these Glock. Why would I lie about the body count? Why would you pull up on me unannounced? I'm all loose at the 100 houses. All kind of zombies running in and out. Who want the clout? We hit it 5 times, a nigga died, came back to life. Posted a picture while he in the... So, das Heben ist jetzt durch und für mich, ich habe jetzt noch 2 Backoffs gemacht und das Stechen in den Quads ist real, auch von gestern noch. Allerdings konnte ich das jetzt recht gut umgehen beim Heben, also nicht umgehen, aber dadurch, dass ich sehr technisch effizient war, ich habe mir halt einfach vorgestellt, ich will pausiertes Heben machen, ohne Pause zu machen. Denn mein pausiertes Heben ist ja stärker als draußen. Und das hat dazu geführt, dass ich halt technisch sehr recht effizient gearbeitet habe und so die Quads nicht so stark belasten musste. Und 2,75 für gute zwei Reps bekommen zu haben mit noch... Sollte noch eine im Tank sein, lasst es vielleicht 2 oder vielleicht sogar 3 im Tank gewesen sein. Allerdings lege ich keinen schweren Satz noch hinterher, weil die Ermüdung häuft sich dann noch mehr an und ich muss aus dem Deload nächste Woche auch noch frisch wieder rauskommen. Ne? Wir machen gleich noch Pinbench, ein paar andere Sachen. Aber ich erkläre euch jetzt mal das Prinzip der SRA Curve. Sehe ich auch stabiler aus so? Mit Arm und so? Fühlst du auch schon, sag mal. Ja? Ja, dann. Dein ist ein Spiegel, kann ich mich sehen, ein bisschen, wenn ich flex. Die Narbe ist auch brutal, oder? Die Mädchen mögen das, also ich werde echt oft darauf angesprochen, so. Beim Arzt und so. Die sagen dann so Sachen wie, was hast du denn gemacht? Nicht so, da war ein Tiger und eine Schulklasse. Da musste ich mal dazwischen gehen. Man nennt mich nämlich auch Achilles, den Tigertöter. So, übrigens Tigertöter, ne? Es kommt bald das neue Assassin's Creed raus. Richtig Bock drauf. Egal, ich wollte noch was sagen zu, erstmal, ich habe noch was gebancht gerade. Und zwar 175 für 4 mit noch eine im Tank. Eine, ich weiß nicht, im besten Tank, aber bei irgendjemand war noch eine im Tank. Um den Block jetzt zu beenden, weil wir gehen jetzt in den Deload. Und was ich erzählen möchte, ist einen kleinen Erklärungsversuch starten dafür, warum ich jetzt so weak war die Woche. Weil ich muss mir das gut reden, kognitive Dissonanz kicks. Und deswegen möchte ich euch das SRA-Prinzip erzählen. Und das sagt eigentlich, oder es kommt aus dem Buch Scientific Principles of Strength Training. Ich will das jetzt auch möglichst kurz halten. Auf Instagram habe ich ein bisschen mehr darüber erzählt und auch ein bisschen Kritik äußern dazu. Wie gesagt, das Video wird schon lang sein. Starten wir mal direkt los. Und das steht für Stimulus... Recovery Adaptation. Da waren diese Grillengeräusche, weißt du? Stimulus Recovery Adaptation. So, auf der Achse hier haben wir Performance, ne? Performance
hoch. Auf der Seite haben wir Zeit. Und jetzt setzen wir einen Stimulus durch unser Training. Hier. Wir ballern uns also aus dem Leben mit einem Squat. Und was dann als allererstes passiert, ist im Grunde, ne, denkt, auf der Achse war Performance, ist, eure Performance sinkt erstmal, ne, so bis dahin. Das heißt, wenn du jetzt hier squattest und du willst jetzt hier wieder squatten, sagen wir mal, das ist jetzt ist 8 Stunden später, dann wird das schlecht, dann zu squatten, weil du halt noch ermüdet bist durch das Squatten, was du gemacht hast. Ne. Jetzt beginnst du dich zu erholen. Ich habe hier verschiedene Farben, wir haben hier keine Mühen und keine Kosten und Mühen gescheut. Ne. Fängst du an, dich zu erholen? Und landest wieder bei Baseline, also bei deinem vorherigen Leistungsstand. So, und jetzt kommt ein Konzept, was relativ kritisch in der Sportwissenschaft betrachtet wird, und zwar das Konzept der Superkompensation. Das heißt, du superkompensierst das, was du getan hast, und kommst besser zurück. Und jetzt würdest du hier praktisch den zweiten Reiz setzen können. Ne? Das System ist dahingehend kritisch, weil so einfach kannst du dir das nicht vorstellen. Ich erzähle es jetzt trotzdem so, weil es ein Teil der SRA Kurve ist, wie sie bei Scientific Principles of Strength Training erklärt wird. Und was jetzt das Beispiel nehmen kannst, ist zum Beispiel, ich beuge jetzt hier am Freitag meine Kniebeuge und am nächsten Tag, am Samstag, möchte ich dann schwer heben. Ich bin allerdings noch nicht erholt. Meinetwegen trifft der Samstag jetzt genau hier unten. Bin ich richtig am Arsch und leiste halt richtig schlecht, ne? So wie es in der letzten Woche war. Das heißt, besser wäre es, wenn ich hier das nächste Mal hebe oder beuge oder halt hier oben so. Das Problem dabei ist halt nur, was ich halt sehe, wenn du dir das so anschaust, ne, dann führt es dich zur Annahme, dass du denken könntest, du musst immer bis hier warten, um wieder zu trainieren. Macht ja Sinn, ne? Du willst ja warten, bis du erholt bist, also bis du ne, deinen Tiefpunkt der Ermüdung hast, dann bis du erholt bist und dann bis du wieder superkompensiert bist. Ne? Und das würde ja bedeuten, dass du nur Trainingseinheiten genau aneinander reihen kannst. Also Bankdrücken hier und erst wieder hier. Und wenn du jetzt in dieser Einheit dich aus dem Leben schießt, ne, warte mal kurz, ich habe eine neue. Komm mit. Stammt aus einem alten Video von mir, und zwar sind hier unten die Reps in Reserve, ne, angezeigt, und hier die Ermüdung. Die Ermüdung. Auf der Achse siehst du die Ermüdung. Ne? So, wenn du bei Reps in Reserve 0 trainierst, also dich richtig anstrengend und verausgabst, dann ist deine Ermüdung entsprechend auch am höchsten, und das ist dein Performance-Strich so, und die Performance passt. Aber wenn du jetzt drüber hinausgehst, stirbst du halt relativ schnell. So, was ist also, wenn du in dieser Einheit, von der ich gerade gesprochen hast, hier hingegangen bist, weit über Muskelversagen? Dann wird deine SRA-Kurve halt auch länger. Was bedeutet, du könntest erst wieder in 6 Tagen trainieren, wobei du normalerweise schon morgen wieder trainieren könntest. Also, wenn das jetzt eine normale Kurve wäre und du dich jetzt hier aber aus dem Leben schießt und halt nicht moderat trainierst, wie man sich an seine normalen Reps in Reserve halten möchte, dauert die Kurve natürlich länger. Was bedeutet, du bist dann weiterhin ermüdet, du kumulierst immer mehr Ermüdung und am Ende bist du tot, dein Trainingsblock ist im Arsch. Also, diese Kurve würde ich komplett außer Acht lassen. Ich habe sie jetzt trotzdem mal eingeführt, damit ihr das mal gesehen habt, weil sie einfach... Sie suggeriert dir, dass du eben erst dann wieder trainieren kannst. Dabei musst du dir eher vorstellen, dass viele solche Kurven parallel zueinander laufen. Und du auch. Also ich bench 4 Tage die Woche. Ich habe gestern 180 gebencht und heute 175 für 4. Dann würde das ja bedeuten, dass ich schon wieder voll erholt war. Ich war natürlich nicht voll erholt von den 180 gestern. Ich war aber schon wieder genug erholt, um neue Last dort draufzuladen und jetzt nächste Woche halt in Deload zu gehen. Und so funktioniert halt. Das Problem ist eben nur, wenn du, wie gesagt, zu schwer hier gehst, durch zu schweres Beugen und zu häufiges Heben, meinetwegen in meinem Fall für die Quads, die so belastet sind, dann... wird die Kurve halt einfach flex, du weißt, verzögerst du das Ganze halt und du akkumulierst immer mehr Ermüdung. Also, ich habe es jetzt erklärt, aber lass es ein bisschen außen vor in deinen Gedanken, ne? Weil ich finde es halt einfach schwierig, wenn du damit arbeitest, weil es dir suggeriert, du kannst nur alle paar Tage irgendeine Übung machen. Kannst du nicht, du kannst währenddessen immer wieder neu trainieren und das macht auch Sinn. Was du aber machen sollst, ist eben den Stimulus in einer einzelnen Einheit, und das ist das größere Problem. So halten, wie du es geplant hast. Ne? Wenn du dich jeden Montag aus dem Leben schießt, dann kannst du auch nur jeden Montag ordentlich trainieren, weil du halt einfach zu hart gehst. Ne? Deswegen beugen wir zum Beispiel 3-4 Mal in der Woche, weil wir viel Volumen machen wollen, allerdings verteilt auf Montag, Mittwoch und Freitag meinetwegen und auch noch Samstag oder so. Und so kommen wir schlussendlich mit einem effektiveren Training weg, weil wir es einfach verteilen können. Ne? Also wir haben ein gewisses Volumen in einer Einheit schlecht, in vielen einzelnen Einheiten gut. Was also der treibende Faktor ist, ist Volumen und Intensität. Daran versuchen wir uns zu halten. Und das ist so, das passiert so im Hintergrund, aber in Wirklichkeit brauchst du es eigentlich nicht weiter beachten. Das ist zumindest meine Position. Schreibt gerne was in die Kommentare, wenn ihr dazu kritische Meinung oder irgendwie Diskussionspotenzial seht. Und wenn ich nochmal ein einzelnes Video machen soll, wo ich noch ein bisschen detaillierter darauf eingehe, dann schreibt es mir auch unten rein. Passt gut zu checking out. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace, bro. Drop the Kreide. I know ways that we can make a million, million. Whoa, whoa. Yeah. I be grinding, scraping, and rental riding. I act broke, you act rich, we both lying. I be grinding, scraping, and rental riding. I act broke, you act rich, we both lying.